Das Konzept von Bodycheck erzählt die Geschichte von zwei Künstlerpersönlichkeiten, die heute quasi legendär sind, die eigentlich miteinander gar nicht so viel zu tun haben, sind auch 30 Jahre voneinander entfernt, die aber sich im gleichen Thema wiederfinden, im Körper. Wir checken mal unseren Körper. Was können wir denn da entdecken? Ist das überhaupt mein Körper? Beide arbeiten ja mit dem grotesken Körper. Diese Groteske hat eine lange Geschichte, zuletzt natürlich auch in der Karikatur und im Comic. Und der Körper ist ja auch ein soziales Objekt, vor allem wenn er Prothesen bekommt. Dann erkennen wir, dass wir mit dem Körper in der öffentlichen Welt stehen. Man kann die Augen rausnehmen, man kann die Hände verlängern, aber es ist ja auch mit Schmerz verbunden. Es sind schon zwei herausragende Künstlerpersönlichkeiten, die etwas machen, was andere nicht machen zu der Zeit. Eben diese schmerzhafte Figürlichkeit, die einem, ich denke, schon unter die Haut geht.